Weiter geht's mit Donkey Kong Country 3. Wir sind am K3 angekommen. Nein, ich will nicht wieder runter. Was soll denn das? Jetzt aber, gehst du wohl? So, jetzt aber. Ja, Technik, die begeistert. Vor allem wieder Professionalität pur, ne? Felsenfest. So, dafür, dass ich... Och nee, nicht die Runde. Das ist eine meiner Hassrunden, glaube ich. Hier einer meiner Hasslevel. Ja, genau deswegen. Gut, jetzt haben wir mal einen Bonus fast gefunden. Wow. Und das, obwohl ich nur Any% spielen will. Fick dich bitte. Wie war das nochmal mit den neuen Regeln? Man durfte das F-Wort sagen, aber nicht in den ersten 15 Sekunden. Oh Mann. Er kommt doch gleich, oder? Ah nee, doch kommt keiner mehr da oben wieder. Oh. Meine Güte, ey. Oh. Ja, da muss es schnell gehen. Das ist echt. Ach ja, hier ist bestimmt wieder unser Lieblingskerl. Ja, wird schwer, den so zu... Dann leck mich. So. Oh nein, es braucht mir immer noch keiner in die Kommentare zu schreiben, wie man das Ding hätte holen können. Es interessiert mich nicht. Ich habe es nicht vor, hier auf 105% zu spielen. Immer noch nicht. Außerdem kennen wir ja langsam... meine Regeln zum Thema Backseat Gaming und Tipps. Oh. Das war ja richtig übel. Meine Reaktionen sind heute ausnahmsweise mal gut. Bis auf diese kleinen Ausreißer da. Ja, Kitty. Chill mal eine Runde. Du kommst schon wieder raus. Ja, wie wir das nochmal mit den Reaktionen nehmen. Hätte das nicht sagen sollen. Leute, ich war überhaupt nicht am Midway Point, oder? Aber na gut, geschafft ist geschafft. So, Jodelrodel. Das ist ein Level, den finde ich tatsächlich recht cool. Den habe ich damals auch oft just for fun einfach nur selber so immer wieder mal gespielt. Ich mag solche Level grundsätzlich. Bam! So. Natürlich muss man hier auch wieder sehr auf die Reaktionen achten. Wenn man den Karren an die Wand fährt, beziehungsweise den Schlitten in dem Fall, ne? Dann ist das nicht gut. Dann ist das nicht gut. Dann kriegen unsere Lieblingsäffchen Kopfschmerzen. Das wollen wir doch nicht, oder? So, den Midway Point haben wir schon. Ah! Armer Kitty. Auch wenn ich Kitty Kong nicht gerade sehr mag, das hat er nicht verdient. Das hat Dixie mit Absicht gemacht. Sie wollte ihm in den Tod folgen. Bam, 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 bam. Oh Gott. Diese Weltkartenmusik ist irgendwie komisch. So, mal sehen, ob es diesmal besser läuft. Ich hoffe es einfach mal. Bam. Ja, toll. Direkt wieder verloren. Aber wir sind jetzt weiter als vorhin. Vorhin konnte ich die Dinger doch platt machen. Oder bin ich jetzt doof? Das Spiel cheatet. Ist doch so. Man ist niemals selbst schuld.
Leck mich. Ja. Diesen Level und mich verbindet eine Hassliebe. Vorhin noch mal kurz meine Reaktion gelobt. Noch ein einer mieser. So, jetzt tun wir mal so, als ob wir Skill haben. Seht ihr? Man kann die killen. Die Hitbox, die war da sehr komisch. Wirklich sehr komisch. Was auch immer da... Hm? Hä? Ach, da hinten ist er. Ja gut, den können wir ja jetzt sehr einfach holen. Immerhin 10 Stück schon. Ja, Komplettierer lachen mich jetzt aus, aber das ist mir völlig egal. Kann ja jeder spielen, wie er möchte. Freiflugfässer. Also dafür, dass das hier so ein Schnee- und Eis-basiertes Level ist, beziehungsweise Welt, ist es hier aber ja, erstaunlich. Ja, es sieht hier nicht so kalt aus, sag ich mal. Oh, der hat jetzt Kopfschmerzen. Böse Erinnerungen an König der Löwen auf dem Super Nintendo und Mega Drive. Hakuna Matata. Böser Level. Ganz böser Level. Diese Springerei. Ah, hier ist das ja im Vergleich zu König der Löwen noch leicht. Oh nein, Igel-Alarm. Hm? Ich wollte gerade sagen, diese Stelle ist so leer. Verdammter. Du Ziegenbock. Also, ich beschimpfe ja alles Mögliche als Ziegenbock. Aber bei einem Affen zu Ziegenbock als Beschimpfung greifen, das ist schon ein wenig paradox. Ah! Ich muss das Fliegen besser einsetzen. So, geht doch. Einmal kurz konzentriert. Konzentration ist alles. Hm? Oh, unser Vögelchen. Ach. Blöder Diedel-Dudelkopf. Also ich hätte jetzt nichts gegen einen DK-Fass. Ach, scheiße. So eine Stelle ohne Dixie, das ist für mich schon wieder ein kleiner Erfolg. Ja, geschafft. War ja dann doch irgendwie noch ganz einfach. Generell kommen wir gefühlt sehr schnell hier durch. Alligator-Attentat. Oh Gott, nee. Nicht die Stage. Ist das sie? Ich denke. Ja, ich glaube, es ist sie. Squitter. Hier wird nochmal die Steuerung von Squitter erklärt. Aufpassen? Oh ne. Ja, da muss man halt öfter mal aufpassen.
Haha. Böh. Hui, das war ein bisschen zu tief. Mist. Er denkt auch wieder, er ist Tigger. Haha, daneben. Ich will ein Dekafass. Ich will ein Dekafass. Ich wollte irgendwie, war ich der Meinung, da war nur ein Kessel. Mäh. Voll fies. Hm. Natürlich noch nicht beim Midway Point, ne? Ah. Moment mal, wie viel kann ich jetzt? Naja. Beim dritten fängt der erste an, sich aufzulösen. Jetzt aber. Ha, das zweite hätte ich nicht mal gebraucht. So, bin gerade ein bisschen ruhiger, ihr merkt es schon. Ich versuche wieder mich zu konzentrieren. Hä? Der macht mir manchmal echt Angst, der Typ mit dem Fadenkreuz. Geschafft. Und jetzt bitte zum Midway Point. Wir scheißen auf das O. Das stinkt dann zwar, aber Hauptsache, ja, da ist der Midway Point. Das heißt ja, ich bin wieder mal kurz vor dem Midway Point gestorben. Und das ist ja, ja, ne, das liebe ich ja so extrem. Okay, ja, toll. Geht aber im Moment ganz gut. Bis auf diesen einen Fail. Ah! Ey, Moment mal, war da vorne nicht noch ein... Genau. Eieiei, Alter. Hat sich ja gelohnt. Och, Manno! Hat er wieder an meiner Schuhsohle gekitzelt. Ja, ja, da geht er, der Peter. Hä, ja, was mache ich denn da? Meine Güte, ey. Nee, du nervst. Geh weg. Jetzt nochmal konzentrieren. So. Ich denke, eigentlich ist das ein Selbstläufer. Man muss sich halt nur
nicht so dumm anstellen wie ich zwischendurch. Das war knapp. Mann! Wir müssten eigentlich bald am Ende sein, oder? Ich hoffe es zumindest. Ganz ruhig, ganz ruhig. Scheiß drauf. Hä? Ah, hier darf er nicht mehr lang. Du kommst hier nicht rein. Stress oder was? Spinnendiskriminierung. So, ich bin jetzt nur froh, dass wir hier durch sind. Ein Level noch. Und dann müsste der Boss kommen. Mal sehen. Ich versuche mal noch beides mit reinzukriegen. Noch schon wieder alles verschneit hier. Pixie, komm mal her. Da übernimmst du lieber. Pinguine! Ich mag Pinguine. Okay, die Pinguine mögen es aber nicht, wenn... Ach, Mann. Komm her. War hier nicht irgendwie noch... Oh, ich wollte eigentlich... Genau das. Pingu, lass das. Nut, Nut. Ja, scheiße. Jetzt musste ich doch mal ein paar platt machen. DK-Fass, bitte. Okay, mit Waypoint nehme ich auch. Aber ich will jetzt ein DK-Fass. Nein, stattdessen bekomme ich den Schnabel eines Pinguins in den Allerwertesten gedrückt. Nicht angenehm. Aber so ist das halt. Wenn man dem Pinguin hier den Popo hinhält, dann nimmt er die Einladung dankend an. So. Wir müssten aber bald schon durch sein mit der Stage. Ja, kacken wir mal aufs Bonusfass. Ja, jetzt kommt ein DK-Fass, jetzt wo ich keins brauche. Yippie-yay! Mensch, noch knapp unter 20 Minuten und jetzt erst der Boss. Ich hab schon befürchtet, es wird so ein 25-Minuten-Part, wenn ich das so entscheide. Ja, wir könnten das speichern, das wäre eigentlich selten, aber dazu habe ich ja auch was gesagt. Leaks Hütte. Das müsste diese Schneeballschlacht mit dem Schneemann sein, oder? Ja. Au. Ich muss erstmal wieder klarkommen mit der Tiefe hier und so, wie man damit umgeht. Eigentlich ist der relativ easy. Oh Gott, jetzt macht er den wieder.
Da hast du es jetzt bald mal. Ah! Der hat mich überrascht. Endlich. Meine Güte. Das war wieder total unnötig, dass ich mich da wieder so angestellt habe, aber hey, wann ist das mal nötig? Nie. Der Gipfelgrad steht als nächstes an. Und ja, ich musste mal wieder zum Speed abgreifen. Naja, wie auch immer. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Pause nach diesem Part.